Hallo Freunde, heute möchten wir über die Magura MT5E, zu beachten das E, aus unserem Shop sprechen. Hierfür nehmen wir sie jetzt mal aus der Box raus. Im Lieferumfang der MT5E Scheibenbremse sind enthalten Bremsgriff mit integriertem Bremssensor, Bremsleitung gefüllt mit Mineralöl, Bremssattel und Adapterkabel. Vor allem bei der MT5E ist es so, dass der Bremshebel hier an dieser Stelle einen Kontakt aufweist. Hier bei diesem Modell handelt es sich um die Schließerversion des ganzen Systems, was auch für die Barfang- und Sivasi-Motoren kompatibel ist. Hierfür benötigen wir lediglich ein Adapterkabel, was vom 2-Pin-Higo-Stecker der Magura 5E MT5E auf den dreipoligen gelben Stecker für den Hauptkabelbaum passt. Grundsätzlich handelt es sich bei dieser Bremse um eine hydraulische 4-Kolbenbremse. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, um so eine starke Bremskraft zu erzeugen und das Fahrrad, vor allem schnellere E-Bikes, S-Pedelecs, sicher zum Halten zu bringen. Ein weiteres Feature des Bremshebels ist zum Beispiel die verstellbare Bremsweite. Die kann man hier durch diese Imbusschraube kann man die Hebelweite verstellen. Das bedeutet, der Hebel kommt näher zum Lenker oder er geht weiter weg. Je nach Verschleiß der Bremsbeläge bzw. wer etwas längere Finger hat, in diesem Fall wird den Bremshebel etwas weiter wegstehen lassen als jemand, der kleinere Hände hat und deshalb auch kürzere Finger. Was die Magura MT5E natürlich auch noch auszeichnet, ist die Wärmebeständigkeit, beziehungsweise wird die Bremse nicht so schnell heiß und deshalb hat man eine längere Bremsphase. Man kann länger bremsen, ohne dass man die Bremskraft verliert. Man kennt es vielleicht, beziehungsweise hat es der eine oder andere von euch schon erlebt. Wenn man eine lange Strecke bergab fährt und ständig leicht am Bremsen ist, dass dann die Bremse irgendwann zu heiß wird und dann drückt man sozusagen ins Leere. Es fühlt sich dann teilweise der Bremshebel an wie Gummi, man hat keine Bremskraft und das ist immer ein Zeichen, dass die Bremse zu heiß gelaufen ist. Und da sollte man versuchen, sofort stehen zu bleiben, die Bremse natürlich abkühlen zu lassen und man sollte auch einmal das Rad durchlaufen lassen und schauen, ob die Bremsscheibe hier irgendwo an den Bremsklötzen streift. Die Wärmebeständigkeit kommt auch daher, weil die Bremsscheiben der Magura MT5E einen etwas dickeren Durchmesser haben. Hier haben wir jetzt die Bremsscheibe der Magura MT5E in der 180 mm Variante. Nun möchte ich euch demonstrieren, wie die Bremsabschaltung funktioniert bzw. wie das Ganze dann aussieht, wenn der Motor läuft und man die Bremse aktiviert. Hier haben wir den Barfang BWS HD, wir haben ein Daumengas, wir haben das Eckrider Display, wir haben für den BWS HD einen 52 Volt Akku und wir haben die Magura MT5E mit dem Bremssensor an unserem System angeschlossen. Wenn wir nun den Gashebel betätigen, fängt an der Motor natürlich zu arbeiten. So. Und jetzt betätigen wir minimal die Bremse und das ganze System wird schon abgeschalten. So. Falls es nun einmal dazu kommt, nach einem heftigen Sturz, dass ihr den Hebel gebrochen habt, beziehungsweise der Bremssensor oder der Hebel defekt ist, dann lässt sich das Ganze auch hier über diesen Spind einfach austauschen. Ist auch nach einem Sturz der Bremssensor defekt und das System funktioniert natürlich nicht mehr, dann empfiehlt es sich sozusagen, den Bremssensor abzustecken und ihr könnt dann mit dem System beziehungsweise mit der Fahrt fortführen. Natürlich kann es nun sein, wenn ihr die Bremse bei uns im Shop bestellt und sagen wir, ihr verbaut die Bremse vorne am Fahrrad, also auf dem Vorderreifen, dann ist natürlich die Bremsleitung an sich wesentlich zu lang. Denn die Bremsleitungen sind bei der Magura MT5E alle gleich lang. Das heißt, es wird jetzt beim Kauf bzw. beim Verkauf nicht unterschieden, ob es sich um eine Bremse für das hintere Rad beziehungsweise um eine Bremse für das vordere Rad handelt. Wenn man nun die Bremse am vorderen Rad montiert, empfiehlt es sich, die Bremsleitung zu kürzen. Wenn ihr die Leitung natürlich kürzt,
bekommt ihr auch Luft in die Bremsleitung. Das heißt, ihr müsst das ganze System natürlich auch entlüften. Hierfür müsstet ihr euch einen Entlüftungskit vorab besorgen und erst danach bitte die Leitung kürzen. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like da oder abonniert unseren Kanal für weitere hilfreiche Videos. Denn wir werden noch ganz viele weitere Videos zu unseren Produkten veröffentlichen und versuchen euch so möglichst viel Hilfestellung zu leisten. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich gerne per E-Mail kontaktieren oder ihr lasst einfach einen Kommentar unter dem Video da.